So, ab in den Knochentempel. Göttlicher, seht ihr jetzt, was ihr angerichtet habt? Anstatt wie ein wahrer Sohn Aonirs abzuwarten, musstet ihr mir ja hierher folgen. Hierher, wo ihr keine Macht habt. Ha! Einen solch erbärmlichen Gott hat die Welt nicht verdient. Ich werde euren Platz einnehmen. Ihr dürft nicht mit Belial verschmelzen. Öffnet ihm kein Tor in diese Welt. Zu spät. Die Verwandlung beginnt bereits. Belials Macht durchdringt mich. Und wenn ich eure erbärmliche Götterseele verschlungen habe, werde ich als neuer Gott des Todes über das Land schreiten. Dann empfängt die Welt meine Gnade. Ja. Und damit beginnt das Ende und der Anfang vom Ende. Ja, anstelle eines Schlüssellochs ist in diese Kiste ein Schlitz eingelassen. Daneben werden fünf Totenschädel in. Daneben wurden fünf Totenschädel das Holz geschnitzt. Ja, dann werfen wir mal Münzen 1, 2, 3. Die Münze fällt in den Schlitz, in der Truhe verschiebt sich ein Riegel. 4, 5. Die Münze fällt in den Schlitz, der letzte Riegel verschiebt sich, die Truhe kann jetzt geöffnet werden. So. Nächste Truhe. Ja, anstelle des Schlüssellochs ist in diese Kiste ein Schlitz eingelassen. Das kennen wir ja jetzt alles. Habe ich gerade bei der ersten Truhe. Ist bei der zweiten auch nicht anders. So, Nummer 5. Flop. So, und die letzte. Und Nordstern, oh, was für ein schönes Teil. So, das da noch einsacken und dann geht es erst einmal wieder zum Bazar von Empyria zurück. Da wir dort in Ruhe unsere Leute ausrüsten können. So. Gut, dann gucken wir mal. Erst die letzten Steine einsetzen. So. Wir haben hier einen Hexer. Einen Schützen. Heilerin. Kriegerin. So, die beiden sind 40, die anderen sind 43. Gut. Das heißt, alle anderen Runen können verkauft werden. Jetzt erstmal zu mir selber. So, Schild und Schwert werden nicht getauscht. Ringe auch nicht. Was ich jetzt gerne erstmal hätte, wäre. Ja, die Rüstung des Wächters. So. Dann Beinlinge des Wächters. Und zu guter Letzt den. Helm des Wächters. So. Das ist ein ordentlicher Bonus auch an Rüstung. Rüstung und Lebenspunkte sehen verdammt gut aus, so.
Okay. Wir sind fertig ausgerüstet. Dann sehen wir mal sie. Und sie hat... Genau, Schilde. Genau wie ich. Kriegt sie die beiden Sachen. Und dann kriegt sie die Nidhalf-Rüstung. Ah, ich bin zu weit hier. So, ringmäßig. Würde ich hier ja am liebsten... Ja, genau, den da geben. Und den da geben. Das macht am meisten Sinn. Sie ist immer noch gleich. Das heißt, bei ihr verändert sich eigentlich nicht großartig was. Weil ich kann ihr auch keine bessere Rüstung geben, als die, die sie gerade trägt. Drachenschuppenpanzer ist nämlich... Keine Ahnung, warum er da weiter vorne ist. Der ist nämlich schlechter als die goldene Wehr. Wobei, ich könnte ihr das hier geben. Er ist Schütze. Mal gucken, was ich ihm geben kann. Also ja. Und da das... Achten wir mal drauf. 385 Rüstung. 385er Rüstung. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Ringmäßig können wir da noch was anderes geben. Roten Stern statt dem roten Glanz vielleicht. Nee, Ausdauergeschicklichkeit ist gar nicht mal so schlecht. Und einen roten Stern trägt sie schon. Gut. Kommen wir zu ihm. Auf jeden Fall auch. Haben wir noch so einen? Ja, wir haben noch so einen roten Glanz. Und ich würde sagen, eine Gottesträne, oder? Ja. So, waffenmäßig. Kriegst du den Sumpfstachel und den Bogen mit dem dunklen Fluch. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, rüstungsmäßig. Ja, auch wenn wir den letzten Teil der Rüstung nicht haben, kannst du sie bitte tragen. Oder du trägst Aonirs Macht. Nein, du trägst Aonirs Macht. Das ist besser. So, es ist die Frage, war das letzte Teil von Aonirs Macht? Ja. So. Ringe habe ich dir schon gegeben, ja. So, nehmen wir als nächstes hier. Ja, sie hat... nichts Besonderes. So, jetzt den... Gucken wir mal, können wir ihr... Nee, Nors Rache kriegt sie nicht. Elends Hauch kriegt sie auch nicht. Gucken wir einfach mal erst nach dem Helm. Ja, Shannas Heilung können wir ihr geben. Ist die Frage, dafür gibt es auch eine Robe hoffentlich.
Göttliche Runen. Erions Wissen. Da ist auf jeden Fall der Ring. Aber ein Teil fehlt noch. Habe ich die Hobe nicht? Das ist Tiaras Kraft. Nö, mir fehlt ein Teil aus Shannas Heilung. Okay, muss ich gucken, wo man das hier kriegt. So, jetzt aber der letzte Ring. Den Intelligenzring, den kann ich schon mal ihm geben. Und da war auch noch der Geschicklichkeitsring. Den sollte er tragen. So. Wegen Fernkampf. Was gebe ich ihr noch für einen Ring? Ja, ein Ring der Formel wäre nicht schlecht. So. Er hatte genug, um den Norrmantel zu tragen, ja. Jetzt aber erst einmal das Teil. Und den Schild. Also Norrs Rache natürlich. Meinte ich nicht den Norrmantel, Norrs Rache. Nein. Rache und jetzt noch den Ring davon. Ja. Gut. Ja, Shannas Heilung. Kriege ich das letzte Teil, ja. Gut, aber ich kann schon mal sagen, dass ich jetzt mal schnell Zeug verkaufen werde. Also wenigstens Runen und... Oh. Da war noch was schnell vorher. Dunkelelfen. Das Ding. So. So, du kaufst Elementar. Okay, das ist weiße Magie. Du kaufst gar nichts davon. Du kaufst weiße Magie. Du kaufst auch Elementarmagie, okay. Du solltest Runen kaufen, oder? Ja. Oh, ich habe die aus Versehen wieder sortiert. So, alles unter 40. Ja. Du hast die Mentalmagie. Du hattest die Todesmagie. Ah, da ist weiße Magie noch dazwischen gewesen. Egal. So. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück in die Mitte des Bazars.
speichern. Dann gucke ich bis zum nächsten Mal, wo man Shannas Heilung die Robe herkriegt. Ich hoffe, man kriegt sie irgendwo her. Also, Spiel speichern. Überschreiben. Ja. Und jetzt gibt es erstmal einen Cut. Also, bis gleich.